Meister hatte die Autobahn da glatt und rutschig gemacht. Seit Mitternacht war die Strecke in Richtung Münster gesperrt, 15 Stunden lang. Wie der Zweitreporter von uns dachte, wie ist denn das nicht gekommen? Ja, da war schon viel los. Also die Bremsen eines LKW sind in der Nacht, also Mitternacht war es festgesetzt. Die Reifen brannten dann plötzlich, haben Feuer gefangen. Das Feuer kroch dann zum Anhänger hoch. Der war voll mit trockenem Tapetenpflaster. Feuerwehr hat gelöscht, aber das Problem ist, das lässt sich ganz, ganz nicht löschen. Und dann die Löscharbeiten haben dann Stunden gedauert. Tja, und dann fiel dann erstmal die Geschichte. Genau, dann sollte es eigentlich jetzt aufbauen gehen oder ging nichts mehr. Ja, klar, gelöscht Wasser und Kreis, da ging nämlich eine ziemlich kleine Verbindung ein. Wenn man da den Fuß drauf gesetzt hat, dann war das schon eine ordentliche Schlitterbahn. Also viel zu gefährlich für Autofahrer und klar, das Zeug musste weg. Zunächst mit Schiebern, händisch, also auch keine schöne Arbeit übrigens bei der Hitze. Und dann musste aber ein Spezialreiniger her von einer Spezialfirma. Und was das war, erklärt Bühlmeier von Straße in der Höhe. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Der Kleister setzt sich ja in die Wochenkurve in das Wald damit ein. Und jetzt ist die Firma da und muss mit 200 Bar und Überdruck dann erstmal versuchen, die Fahrer sauber zu kriegen. Was passiert denn jetzt mit diesem Kleisterschleim? Also der wird regulär entsorgt, sowohl als Sondermüll. Und sagen muss man auch, dass stundenlang da noch gespült wurde. Die Spezialisten haben da ja mit einem hohen Druck und kochend heißem Wasser gearbeitet. Und vorne in der Kabine, das ist richtig stickig heiß gewesen. Wir haben da 45 Grad gesehen, da ist ein Thermometer angebracht worden. Und mit der Firma mal raten, da eine Klimaanlage einzubauen. Also fast 15 Stunden später konnte jetzt die Fahrbahn freigegeben werden. So lange haben diese Arbeiten dann gedauert. Der kilometerlange Stau wird sich aber nur langsam auflösen. Also wer auf der A1 ist und dann im Moment noch drinsteckt, wir müssen anderthalb Stunden warten, bis unser Schleim in Stufen war. Okay. Also das war die A1 Balkona. Und dann gibt es ja noch was für alle, die heute auf der A3 Richtung Frankfurt unterwegs sind. Da war nämlich der Asphalt heiß und weich. Der Straßenbelag hat unter dem Telefon geregelt. Was ist da los? Ja, die Hitzewellen, die sind da auf die Straße gegangen und haben den Boden, den Autobahn drin, weiche Knetmasse gemacht. Klar, wenn man dann mit dem Wagen durchfährt, dass dann richtig dicke Spuren da reingefahren werden. Und das kann natürlich gefährlich werden, wenn Sie da als Nachfolger mit 100 Stundenkilometer dann da drüber fahren, dann kommt die Gefahr natürlich schnell aus der Spur. Und konsequent sind dann halt auch die Fahrspuren dann gesperrt worden. Nur der Standstreifen ist dann offen gewesen. Da ging es dann nur weiter im Schleichtempo. Damit es keinen Hitzestau bei den Autofahrern gibt, war dann auch das technische Hilfswerk da vor Ort und hat dann getrennt und die Autofahrer verteilt. Also wenn man da drin steckt, da muss man eine Stunde warten, bis man da vorbei Tapetenkleister auf der A1, weicher Fahrradbelag auf der A3 und das alles an den Freitagen sowieso an Schulstellen stehen. Also, für alle, die jetzt in den Autos schwitzen, dann wird